Pferd Wels findet vom 13. bis 15. Mai im Messegelände Wels statt. Österreichs größte und bedeutendste Pferdefachmesse bietet einen top besetzten Ausstellungsbereich. Von A wie Anhänger und Abenteuertourismus bis Z wie Zäune und Zaumzeug. Also wir sind die Hallen alle durchgegangen und jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen. Die Standl mit dem Westernzeug ist am besten. Ja, die Pferde natürlich, die Freiberger. Die Shetland Ponys. Es gefällt mir da wesentlich besser als in Deutschland, weil ich war auch in Essen, aber da ist wesentlich gemütlicher, ein schönes Angebot und es ist eine bessere Möglichkeit ein Kaufen. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot der 230 nationalen und internationalen Ausstellern von einem hochkarätig besetzten Rahmenprogramm mit 3 Showabenden Nacht der Pferde. Es gibt sehr viele Highlights in dem Sinne, ja. Die Pferdevorführungen, die Pferde insgesamt, also sehr schön. Ich finde die Veranstaltungen einfach super, die was da im Vorführing sind oder die drinnen, die kleinen Vorführungen, Rassepräsentationen, voll interessant. Danke mal für alle Aussteller. Und natürlich die Shows und Vorführungen sind einfach wunderbar. Die Abendshow muss man sich anschauen, oder? Weitere Highlights: Präsentation eines einzigartigen schwarzen Lipizzaners beim exklusiven Österreich-Auftritt des Gestüts Lipizza 2011, erste internationale Aquechua Arena Polo Challenge sowie kommentiertes Western-Training mit Jörg Pasternak. Weitere Infos unter www.pferd.wels.at. Ich finde es interessant und ich bin ja jetzt ja da.